Hallo, das ist ein ganz kurzes Video, in dem ich euch kurz zeige, wie man den J-Cut im Videoprogramm Shortcut macht. Denn das sieht ein bisschen anders aus, als euch im Video MOOC erklärt wird. Ich habe hier ein kleines Video, das haben wir damals zum ersten Geburtstag von Moin gedreht. Das ist jetzt schon über ein Jahr her. Das nehme ich wie im Video beschrieben, ziehe es unten rein. Wird es auch schon hinzugefügt, entferne kurz die Lücke. Und jetzt kann ich das nicht so komfortabel wie bei Premiere in Audio- und Videospur trennen, aber ich kann hier im Sandwich-Menü eine Audiospur hinzufügen und dort ziehe ich das gleiche Video einfach nochmal rein. Dann synchronisiere ich das hier schön und jetzt hätte ich noch ein Problem und zwar würde man jetzt den Ton doppelt hören, deswegen stelle ich den Ton der Videospur einfach stumm. Deswegen ist es auch wichtig, wenn ihr das im Schnitt verwendet, immer für solche J-Cuts eine extra Spur zu verwenden. Jetzt könnt ihr hier noch, damit es ein richtiger J-Cut wird, euch eine Stelle suchen, das Video teilen, den ersten Schnitt löschen und schon habt ihr dieses klassische J, was euch auch im Video von Markus Walley gezeigt wird.